Herzlich willkommen auf dem Mudikuli Channel, ich bin's euer Laser und heute ein Infovideo. Und zwar möchte ich so ein paar Sachen erklären, was momentan los ist, warum keine Videos kommen. Dann möchte ich auf ein paar Zuschauerfragen kurz eingehen und. Ja, folgendes Problem, ich habe momentan sehr viel zu tun. Also ich habe fast gar keine Zeit, Videos zu drehen, also echt null Zeit. Das ist wirklich, momentan ist das echt krass. Ich habe wirklich wenig Zeit, auch für mein Hobby, auch am Wochenende nicht. Und ja, da leiden Relay-Freunde drunter, sowie auch Internetbekanntschaften. Aber es geht momentan einfach nicht anders. Ich habe momentan echt wichtigere Sachen zu tun. Und da kann ich mich leider nicht aufs Hobby und auch nicht auf meine Freunde momentan, oder habe ich keine Zeit für die, besser gesagt. Nimmt mir das nicht übel, aber momentan ist die Sache einfach wichtiger, die ich momentan mache. Berufliche Situationsänderung etc. Also das ist wirklich eine wichtige Sache und deswegen kann ich da auch nicht einfach sagen, oh, ich lasse das mal fallen. Das geht jetzt fast 4 Monate, diese Sache. Das heißt, in diesen 4 Monaten werde ich sehr, sehr, sehr wenig Zeit haben für Videos. Diese 4 Monate brauche ich aber auch und ich will mich da auch drauf konzentrieren. Das heißt, in diesen 4 Monaten werden... ja, sehr, sehr selten Videos kommen. Ich werde sehr, sehr wenig Zeit für meine Freunde haben etc. Und daher sage ich hier schon mal in dem Video, bitte seid mir nicht böse. Aber ich muss diese Sache erledigen. Nach den 4 Monaten bin ich wieder für euch da. Und dann können wir auch alles Mögliche wieder machen etc. Quatschen und habt ihr nicht gesehen. Also alles Mögliche. Was hat das mit den Videos auf sich? Also für YouTube. Also, ich werde versuchen, einmal die Woche ein Video zu machen. Wenn ich es nicht schaffe, kommt alle 2 Wochen wenigstens ein Video. Es geht momentan einfach, wie gesagt, echt nicht anders. Es ist einfach, es ist eine berufliche Umstrukturierung bei mir und die ist halt wichtig. Sehr wichtig. Und da ist das Hobby an 10. Stelle und alles andere an 2., 3. und 4. Stelle. Ne? Wichtige Stelle ist meine berufliche Situation momentan. Etc. und mein Real Life. Ja, das ist an erster Stelle und das muss ich erstmal fertig machen. Ja, ihr wisst also Bescheid. Eventuell ein Video in der Woche oder alle 2 Wochen ein Video. Aber es kommt auf jeden Fall dann eins. Und ich fange an, meine Autos zu reviewen. Viele Leute da draußen wollten das gerne haben, dass ich mal über meine Autos spreche und alle meine Autos zeige. Denn das wollten nämlich viele. Die wollten mal gerne sehen, welche Autos ich alle habe. Und das wird jetzt hier auch kommen. Der Terrier wird anfangen, deswegen steht auch schon hier. Das wird hiernach kommen, das Video. Da werde ich das Review zum Terrier bringen. Ich muss noch kurz was sagen. Ich habe letztens ein Video gesehen. Da waren zwei lustige Leute zu sehen. Die haben mich an so eine alte Serie erinnert. Oh, wie hieß die? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur noch, wie die Darsteller hießen. Dick und Doof. Passte sehr gut. Wobei Dick eigentlich nicht sehr passte, aber Doof hat die Rolle perfekt gespielt. Also echt lustig. Habe ich mich gut amüsiert. Tolles Video, Jungs. Tolles Video. Spaß beiseite. War lustig. Ja, das nochmal kurz am Rande. Ich werde jetzt hier das Review gleich im Anschluss drehen über den Terrier. Ist ein bisschen dreckig, deswegen habe ich auch Handschuhe an. Ihr seht hier überall Dreck. Ich habe sehr wenig Zeit, wie gesagt, und deswegen sind meine Autos auch noch alle ein bisschen schmutzig. Ich muss die unbedingt mal sauber machen, aber ich habe einfach, wie gesagt, auch am Wochenende einfach keine Zeit. Ich bin nur am Buffeln, am Ackern und am Leeren. Und deswegen kriege ich meine Autos auch nicht mal sauber. Ihr wisst, ich mache meine Autos immer blitzblank sauber, aber momentan ist einfach nicht die Zeit dafür da. Würde ich das Video jetzt hier nicht drehen und das Review nicht drehen, würde ich, glaube ich, den Wagen sauber machen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache das Review, weil viele Leute wollten halt einmal alle meine Autos sehen und wollten auch wissen, ob ich eine Kaufempfehlung gebe oder nicht. Ja, das kommt in Anschluss. So, ihr wisst erstmal Bescheid, was los ist bei mir momentan, wieso keine Videos etc. Und wie gesagt, meine Kollegen da draußen, Real-Life-Freunde und auch Online-Gedöns, seid mir nicht böse. Dann noch eine andere Sache, ich kann momentan... habe ich Schwierigkeiten, auf meinen Facebook-Account zuzugreifen. Also sprich, Facebook hat da irgendeine Scheiße gebaut. Und zwar habe ich ja einmal diese Multikulti-Seite für euch, wo ich auch mal die Videos poste, und dann einmal so eine private Seite, die ich machen musste, um diese Multikulti-Seite zu erstellen. Auf diese Multikulti-Seite, wo ich immer die Videos und so alles poste, kann ich momentan nicht auf den Briefkasten zugreifen. Die haben da enge Scheiße gemacht. Ich kann also nicht auf diesen komischen Account zugreifen. Ich kann nur Videos posten unter dem Namen Multikulti und das nervt mich tierisch, dass ich nicht mehr darauf zugreifen kann. Wenn ich auf Seite verwalten gehe, ist da diese Option
Anmelden nicht mehr da. Das heißt, ich komme irgendwie nicht auf diese Multikulti-Seite drauf. Keine Ahnung, was Facebook da wieder für ein Blödsinn verzapft hat oder so. Auf jeden Fall sehe ich momentan nicht die ganzen Nachrichten, die kommen. Deswegen, ja, wenn ihr was habt, dann lieber erstmal über YouTube mich anschreiben, über PN. Ansonsten, ja, auf Facebook sehe ich das leider momentan noch nicht. Vielleicht ändert sich ja das in der nächsten Zeit. Ihr könnt weiterhin schreiben, aber wie gesagt, wenn keine Antwort kommt, wundert euch da nicht, ne? Also noch nicht. Vielleicht ist es ja immer möglich. Gut, das war's zu dem Infovideo. Soll auch nicht so lang werden. Sollte nur kurzes Infovideo werden, was jetzt kommt und was jetzt passiert. Noch kurz eine Information zu dem Quadrocopter. Ich habe ja geschrieben in dem letzten Video, in der letzten Flugstunde, ich glaube Part 4 war das, dass es erstmal das letzte Video gewesen war. Der Quadrocopter ist auch noch tiptop in Ordnung und auch noch heil und funktioniert super. Und ich bin auch super begeistert von dem Gerät. Aber ich habe mir so ein paar Sachen bestellt, die aus den USA kommen. Deswegen Zollabfertigung etc., das dauert alles ein bisschen. Und wenn ich die Sachen da habe, mache ich nicht zu jedem einzelnen Produkten Unboxing, sondern ich warte, bis alles da ist und dann mache ich ein Video. Ich hoffe, dass ich das hinkriege in der Zeit. Werd ein bisschen kritisch von der Zeit her. Ich versuche es aber trotzdem, versprochen. Und das dauert aber noch ein bisschen, weil ich jetzt noch auf den Gimbal und so alles warte. Wartet einfach ab. Gut, das war's. Soll nicht so viel Blabla sein. Wie gesagt, nur ein Informationsvideo. Ja. Im Anschluss kommt jetzt das Review zum Terrier 2.0. Ich bin's, Oralaser, haut rein und bis zu meinem nächsten Video. Ciao.